Herzlich willkommen bei Team Alternate. Mein Name ist Peter Chucky Schlosser und ich möchte euch heute ein Headset vorstellen, und zwar das Shakoon Xtelic SP. Viel Spaß dabei. So, dann schauen wir uns das Headset erstmal von außen an. Das ist das gute Stück. Was als erstes auffällt, ist, dass es über ein abnehmbares Mikrofon verfügt. Das heißt, man kann es abstecken, wenn man es nicht braucht, oder halt dranstecken, wenn man es braucht. Darüber hinaus ist es sehr biegsam. Das heißt, man kann es direkt vor den Mund führen, je nachdem, wie man es möchte. Darüber hinaus verfügt das Headset über so eine Verstärkerbox. Hier kann man zum Beispiel den Xbox 360 Controller anstecken, wenn man kommunizieren möchte, wenn man chatten möchte mit seinen Freunden online. Verfügt über zwei getrennte Lautstärkeregler. Das ist zum einen für den Chat dann dafür da und dann einen für den Spielsound, dass man das getrennt voneinander regeln kann. Und hier findet man einen kleinen Umschalter zwischen Xbox und PC bzw. PS3. So, als nächstes möchte ich gerne den Anschluss von dem Headset demonstrieren, weil der ist natürlich ein bisschen komplizierter als beim PC. Beim PC muss man natürlich nur zwei Steckketten reinstecken für Mikrofon und Stereo und dann geht es schon los. Bei der Xbox 360 ist das ein bisschen komplizierter, aber auch nicht besonders schwer. Grundlage ist für den Anschluss ein Standard AV-Kabel, was der Xbox 360 beiliegt, damit der Sound separat ausgegeben wird aus dem Cinch. Denn das Headset fängt hier den Sound ab, das heißt, man schließt hier einfach seinen Cinch-Adapter, der dem Headset beiliegt, an. Das sieht dann so aus. Den Sound kann man dann natürlich auch noch an der Anlage weiter anschließen, das ist ganz gut gemacht. Und der Sound kommt dann hier an diesen 3,5 mm Klinke raus. Da schließt man das Headset direkt an, das ist dann hier dieses Kabel. Da schließt man hier dieses 3,5 mm Klinke an. Gleichzeitig schließt man das Headset auch an USB an und das sorgt für die Stromversorgung von dem Verstärker, der hier mit dabei ist, diese Verstärkerbox. So, und darüber hinaus, um mit den Freunden online zu chatten, schließt man dann dieses Kabel an. Das kommt zum einen an den Controller, wo normalerweise das Standard Microsoft Mikrofon bzw. Headset angeschlossen wird, was der Xbox 360 beiliegt, was ja natürlich aber nicht so gut ist. Das schließt man dann hier an. Direkt an den Controller, Sie hier. Und das andere Ende, das ist wieder 3,5 mm Klinke, das schließt man die Verstärkerbox an. Und zwar hier, damit man dann mit seinen Freunden online sprechen kann. So, und das war's schon. So, ich habe jetzt eine Weile gespielt mit dem Headset. Ich muss sagen, das allererste, was auffällt, ist der doch relativ satte Bass, das beim normalen Spiel, beim Casual Gaming, finde ich extrem gut, weil er sich dann dadurch extrem hochwertig anhört. Zum anderen ist mir natürlich positiv aufgefallen, dass man die Lautstärke von dem Chat mit seinen Freunden und dem Spiel separat reden kann. Das finde ich auch ein sehr, sehr nützliches Feature. Denn wer nämlich mal online mit seinen Freunden gespielt hat, mit einem normalen Headset von Microsoft, der weiß ganz genau, dass es doch teilweise sehr schwierig ist, seine Mitspieler zu verstehen online, weil man nur so einen ganz, ganz komischen kleinen Bügel hat mit nur einer Seite, mit so einem ganz kleinen Lautsprecher und billigen Mikrofon, und das ist hier mit Wesen deutlich besser einfach. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht auf jeden Fall, und deswegen kann ich das Headset auch uneingeschränkt empfehlen. Ist auf jeden Fall eines der sinnvollsten Zubehörartikel, die man sich für die Xbox 360 kaufen kann, weil man einfach endlich seine Freunde gut versteht, man hat satten Bass beim Spielen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr gut. Das Headset hat ein leichtes Rauschen von dem Verstärker, allerdings beim Spielen selbst merkt man davon eigentlich relativ wenig. Von daher kann ich das Headset auf jeden Fall empfehlen. Es hat ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und wie gesagt, wünsche euch damit viel Spaß.